Vielleicht hätten wir es irgendwie noch gepackt. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel Leben sie ja noch hatte. Aber das war doof. Aber der Giftschauer ist mal ganz übel. Obwohl, ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, lieber Giftschauer, als wenn sie uns so einzeln angreifen, dann sind wir paralysiert. Das ist viel übler. So, ich habe den Bogen raus. Mal ehrlich, wir haben jetzt rausgekriegt, wie der Boss ungefähr funktioniert nach dem vierten Mal, glaube ich jetzt. Wir wissen jetzt, dass die beschissene Lähmung gegen gegen jemanden hilft, der paralysiert ist. Und wir wissen, dass wir müssen auf jeden Fall diese beschissenen Ads, nenne ich sie mal, von ihr loswerden. Ich weiß nicht, wie ich meine Zornpunkte verbrauchen soll. Also, den Schaden von ihr zu reduzieren, bringt ja mal gar nichts. Also, ich habe zumindest keine wirklich gute Wirkung gesehen. Ich mache das jetzt mal nicht und mal gucken, ob sie jetzt wirklich mehr Schaden macht. Also, ich habe da keinen großen Fortschritt gemacht. Da können wir das lieber für Raserei benutzen, weil das macht schon gut Schaden. Giftschauer. Ja, doch, also das, wenn ich das so sehe, 53 habe ich da gesehen, das hilft schon, aber ja, letztendlich, das, da kann ich lieber Raserei benutzen, glaube ich, das bringt mehr. Zumindest glaube ich das. Nee, Funke nicht. Wir müssen uns erstmal wieder heilen. Und zwar nur Maxim und Tia, denn Guy hat ja wirklich unglaublich viel HP. Das ist ja, der hält eine Menge aus. So, dann ist der Giftschau auch wieder weggeheilt. Yeah, Fumischlag, sehr gut. Ah, da kommt gut Schaden jetzt rüber. Ich glaube, diesmal schaffen wir es. Wow. Sie ist paralysiert. Das darf überhaupt nicht passieren. Fuck, fuck, fuck. Da muss ich doppelt heilen, weil sonst stirbt sie wahrscheinlich noch. Werde ich einmal den Magienadel benutzen. Und einmal einen Krafttrank. Weil sonst kippt sie wieder um, wenn Tarantula da wieder ausrastet oder sonst irgendwas macht. Wie gerade eben auch. Das will ich nicht riskieren. Fumischlag, sehr schön. Fumi setzt sich richtig ein und nutzt ihre Fähigkeiten. Wow, sie hat zuerst angegriffen. Das habe ich nicht beachtet. Das möchte ich zuerst mal beim nächsten Mal andersrum machen. Das wäre gefährlich gewesen. So, jetzt sieht wieder alles wie beim Alten aus. Sehr schön. Wieder Raserei. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt macht sie wieder Atlantis. Ja, jetzt kommt hier richtig Schaden rüber. Jetzt geht's ab. Zack! Jawohl, richtig Schaden. Plus Raserei mal eben über 200 abgezogen. Sehr geil. Wolke flüchtet. Du flüchtest auch! Oh! Wieso flüchten meine Kapselmonster? Jetzt bin ich enttäuscht. Zumindest ist Fumi länger geblieben. Das wollte ich mal anrechnen. So, die Tarantilla, Tula, Freundin Arachnula muss jetzt auch weg. Sollte gelingen, wenn ich... Wieso bin ich eigentlich so blöd und hab das vorhin auch nicht gemacht? Ich Funke aufteile, das ist doch so viel besser. Voll dumm war das. So, alle haben relativ vollen Balken. Und zack, ist der Balken wieder bei allen halb leer. Geil. Da sagt man es einmal und schon sieht so aus. Geil, geil, geil. Ja, ich kann Raserei noch nicht benutzen. Ja, kann man das aufteilen auf mehrere Leute, das Gegengift? Nee, kann man nicht. Schade. Heilung. Aber nur auf Maxim und Thea. Und Guy greift ganz normal an. So, den Boss schaffen wir diesmal. Ich habe ein gutes Gefühl. Das ist eine gute Strategie. So kommt immer ein bisschen Schaden rüber. Oh, und er ist paralysiert. Das war so klar. Ah, er holt sich sofort. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir heilen uns ein bisschen. Sie greift voll an. Und Guy heilt sich. Wir gehen hier auf Nummer sicher diesmal. Damit am Ende dieser Runde alle relativ voll sind. Das ist wichtig. Zumindest etwas. Rufverstärkung, alles klar. So kommen wir langsam um unser Ziel. Ihr habt keine Chance mehr. Ich bin sehr motiviert gerade eben. Vielleicht merkt man es nicht, aber ich bin gerade sehr motiviert, dass wir diesmal besiegen. Wie viele verdammte Wutpunkte brauche ich denn für Raserei, ey, mein Gott. Ich hätte das schon längst aufteilen müssen mit Funke. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ja, jetzt habe ich auf die Tarantula angegriffen, ne? Kann das sein, habe ich einen Fehler gemacht jetzt? Fuck, das wollte ich nicht. Ich wollte die... Nein, ich wollte die Freundin angreifen. Nein, das war dumm von mir. Spinnennetz ist relativ harmlos, hoffe ich zumindest. Das war beim letzten Mal nicht so schlimm. Was ist das für eine Fähigkeit? Das macht ja gar nichts. Nein, ich wollte auf ihre... Ah, da habe ich einen Fehler gemacht, weil ich so viel gelabert habe wieder. Aber es ist nochmal gut gegangen. So, aber jetzt auf sie, auf das Ding drauf. Dann kann sie mal volle Pulle drauf und Guy auch. So, dann ist ja wieder alles gut.
Oh, die eklige Beine, ey. Weg, das Vieh. Wann stirbt das Ding denn endlich mal? Also, es kann nicht mehr viel aushalten, wenn ich so mal nachdenke. Wow, dass wir schon die ganze Zeit angreifen. Und gleich einen Atlantis hinterher schmeißen. Das kann nicht mehr lange gut gehen mit ihr. So, Raserei. Heilen. Uns beide. Und Guy macht einen Krafttrank auf sich selber. Sind wir alle wieder relativ gut voll. So, wow, 94, super. Au, ah, das tat weh. Und er ist paralysiert. Oh, das ist auch richtig scheiße gewesen gerade. Dann macht Guy, macht Maxine den Krafttrank, damit Tia ihre Wutanfälle einsetzen kann, weil die ist ja wirklich heftig hier drin. So, Atlantis, jetzt geht's ab hier. Und komm schon, stirb endlich, komm. Oh, 132. Oh, wie viel HP hat das Ding denn? Das ist doch unglaublich. Oh, beide sind paralysiert. Das ist jetzt nicht gut. Das muss ich sofort ändern. So, Erlösung bitte auf beide. Sehr gut. Das ist sehr gut. Wie bitte? Hat verfehlt? Verdammte Scheiße. Ah, fuck. Ey, das kann nicht wahr sein. Nein! Ey, komm. Oh, Superkraft. Wie, ich kann das auf jemand anders machen? Einfach versuchen, ob es klappt. Versuchen, ob es klappt. Andere Chance habe ich nicht. Ich bin traumatisiert. Ja. Gute Runde. Fuck you. Fuck you. Ganz ehrlich. Fuck you. Ey. Ach man, ey. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich stirb schon wieder daran. Ich habe keine Lust, mich zu leveln. Ich level mich nicht. Nein, nein, ich level. Ich schaff den Boss auch so. Ich schaff das. Ich trinke mal eben was. So, hier bin ich wieder. Ich mach doch ein bisschen Kraft, so kommt die Schnauze voll. War das jetzt... Ich kann mich jetzt schon nicht mehr gut erinnern. War das jetzt wirklich... Weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich schlecht war, oder war das einfach nur Pech? Da ist Tia an einem einzigen Punkt gestorben, wegen der Vergiftung. An einem einzigen Punkt. Das ist doch nicht wahr. Jetzt mal ehrlich. Da verfehlt die Parade. Wieso verfehlt hier verdammt nochmal ständig meine Zauber? Das ist richtig zum Kotzen. Das ein feindlicher Zauber verfehlt, aber ein Heilzauber. Wie kann denn ein Heilzauber verfehlen, ey? Oh, ist das doof. Was macht denn der Maxim? Weicht der da aus, oder wie? Ja, 2/8 weniger Angriff. Ist ein Viertel, oder? Weiß ich schon nicht mehr. So gut war ich nie in Mathe. Naja, so kriegst du zumindest ihre Wutpunkte geheilt. Mehr oder weniger. Das Problem ist aber, dass sie... Oh, die hat so wenig HP, Tier. Das ist das Problem. Das heißt, ich muss erstmal sie aus der Lähmung befreien. Und ich muss hier einen Krafttrank benutzen, weil ich... Weil wenn ein Giftschauer ist, kommt, dann ist das Ding... Ist sie schon wieder... Das Ding... Ist sie schon wieder weg. Das ist wieder eine Nullrunde. Ah, naja. Zumindest hat der Fomi 11 Punkte abgezogen. Oh, die hält so viel aus, die Spinne. Das ist das Problem. Wenn die mal wenig, wenn die noch wenig HP hätte, dann könnte man dann irgendwie schnell beenden. Aber die halt, die ist so hartnäckig. Unglaublich. So, wieder Atlantis, das ist schon mal gut. Eisbombe. Ah, das Geile ist natürlich, wenn diese Superkraft, das hält ja um 50% der HP. Das Geile ist ja, dass der Guy ja richtig viel HP hat. Das ist der einzige Vorteil in der Sache. So, der müsste wieder genug für Raserei haben, tatsächlich. So, dann machen wir hier wieder... Oder soll ich ein bisschen sparen? Ich glaube, ich spare ein bisschen einfach. Und ich heile wieder alle hier ein bisschen. Ne, ich heile einfach. Ich heile mit beiden, mit Maxim und Tia. Dass wir auch, ja, wirklich voll sind. Und der Guy darf angreifen. So. Mach mal Maxim. Sollten zumindest Maxim und Tia bis... Oh, 19. Ist auch ein bisschen schlapp. Und Spinnennetz ist eben ein Joker für uns. Also das ist ja... witzlos gegenüber den anderen Angriffen.
Ja, Vergiftung ist aber in diesem Spiel echt nicht so tragisch. Also das ist ja wirklich relativ harmlos. Weil die 4 Punkte läppern sich natürlich auch über die Zeit, aber mein Gott. Was war das denn für ein Angriff? Was, die lebt? Ah ja, klar, die lebt noch. Ah, Quatsch. Ich dachte schon, jemand hatte vorher drauf gehauen. Und der Maxim ist paralysiert. Hat mir schon lange nicht mehr. So, sie heilt wieder ein bisschen. Und der Guy benutzt Magienadel, wenn ich das irgendwie hier finde. Da ist es. Auf Maxim, damit er wieder mitmachen darf. Oh, ich kann sogar meinen Boss den Gegner Magienadel geben, habe ich gerade gemerkt. Das ist ja eine feine Sache. Wieder eine tolle Gelegenheit, sich zu verklicken. Dann gebe ich dem Boss meinen Heiltrank. Geil. Vielleicht stirbt er ja dann. Wer weiß. So, erstmal wieder Kraftzug machen. Ich habe einfach ein Gefühl. Ich habe irgendwie ein Gefühl, das bringt nichts. Auf der anderen Seite will ich es trotzdem. Komisch, oder? Also. Irgendwie komisch. So, aber wir kommen ja noch relativ gut voran. Das funktioniert ja ganz gut. Irgendwann hat hier keine Magiepunkte mehr, dann haben wir ein Problem, aber bis dahin sind wir ja noch nicht. Die Wirkung lässt aber immer mehr nach. Ey, das bringt doch nichts. Ich hatte doch vorher auch mal 33 gemacht. Ich hab keinen Bock mehr darauf. Mache ich nicht mehr und nicht mehr. Kraftzug ist für den Arsch, ey. Ganz ehrlich. So, wieder stark auf die beiden. Der greift nochmal an. So, dass wir auch ein bisschen mehr, immer so ein bisschen über die, zumindest die immer nicht, dass wir auch alle nicht, ja, über die Hälfte haben, wollte ich sagen, oder auf den Satz kam ich mir nicht klar. Und hier ist paralysiert, was sehr unangenehm ist. Denn dann müssen beide mit, ah, sie erholt sich wieder, sehr, sehr gut. Das ist gut. Da drücke ich mal stark auf Tier und sie benutzt wieder Atlantis. Der Guy hat einfach drauf und zack! Ordentliche Attacke. Was mir gerade auffällt, dass sie jetzt erstaunlicherweise nicht mehr, also zumindest sehr selten, ihre Freunde holt. Das ist komisch, das macht sie gar nicht mehr so häufig. Oh, oh, oh. Als die vorigen Runden davor. So, da heilen wir uns wieder ein bisschen. Kraftdruck auf Guy und Tia heilt uns beide, also Maxim und Tia. Und Guy haut mit der Eisbombe drauf. Das sollte eine gute Lösung sein. Krass, 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 dass uns hier so dermaßen heilen. Und ich habe mich vorher so geil gefühlt, dass ich hier durch die Gegner gerast bin. Und die Spinne macht uns so fertig. Wow. Ich bin mal gespannt, wie viele Videos das werden von dieser verdammten Spinne. Kann ich Atlantis benutzen? Nee, da fehlt noch ein bisschen. Mache ich Funke, ist auch nicht schlecht. Oder soll ich uns... Nee, ich heile uns lieber. Nee, ich will den Boss unbedingt schaffen. Dann gehen wir lieber auf Nummer sicher. Lieber auf Nummer sicher gehen. So. Zack. Gut. Okay, paralysiert. Das ist immer ein bisschen eklig, aber das ist eigentlich auch in Ordnung, wenn einer der beiden Typen paralysiert oder uns noch direkt erholen. Das ist noch viel besser. Perfekt. Ach, Damage. Damage. Wir brauchen Damage. Funke und Geil nochmal drauf. So, wir hauen schon die ganze Zeit drauf. Die kann nicht mehr viel haben. Das kann nicht sein. Die muss bald drauf gehen. Das muss einfach sein. Oh, ein Giftschauer. Ziemlich übel. Ach, sie will einfach nicht verrecken. Unglaublich. So, wieder die Heilrunde. Die typische Heil- und einmal Angriffrunde. Zack. Raserei. Und sie lebt immer noch. Sie benutzt Stärker. Nein. Nein.